Andreas Hartig hat seine AH005 überarbeitet. Einmal die rot-schwarze, bekannt aus dem letzten Jahr. Jetzt mit ganz schwarzem Gehäuse. Vorher war es so ein dunkles Grau, jetzt ist es schwarz-matt. Boah, geil, ne? Und dann noch eine schwarz-gelbe Variante am hellen Edelstahlgehäuse. Dann noch was Dezentes. Grau-schwarz-weiß. Die kann man auch super easy zum Anzug tragen. Was es mit den Uhren auf sich hat, Makrodetails und, gucken wir uns jetzt gleich an. Wieder Dave von Watch David. Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar vom Andreas Hartig. Seine neue AH005. Guck, alle drei Varianten. Die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Ist ja bereits ein Jahr her, als Andreas die Uhr rausgebracht hat mit einem dunkelgrauen Gehäuse. Jetzt ist es tatsächlich ganz schwarz, schwarz-matt. Und das sieht schon sehr, sehr geil aus. Passt super zur Uhr. Hier seht ihr jetzt die gelb-schwarze Variante. Würde jetzt am dunklen schwarzen Gehäuse sicherlich jetzt auch nicht schlecht aussehen. Wäre vielleicht auch cool gewesen, eine Alternative rauszubringen, die auch mit schwarzem Gehäuse. Könnte auch sehr geil aussehen. Ich sag mal, für alle Fußballfans aus meiner Geburtsstadt. Und dann haben wir jetzt hier die graue Variante mit dem weißen und auch edelstahlfarbenen Gehäuse. Finde ich auch sehr geil. Hier passt das super. Was halt immer cool ist, dass die Farbe auch im Inneren des Bandes ist. So wie hier. Sehr cool, sehr geile Optik. Habe ich so in dieser Art und Weise noch nicht gesehen. Ein richtig schöner Sportchronograph, wie ich finde. Die Uhren sind ab sofort auch in meinem Shop. 499 Euro. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und ich bin dann euer Ansprechpartner. Das ausführliche Review vom letzten Jahr ist ja bereits in meinem Blog. Es gibt auch schon ausführliches Review zu der schwarz-roten. Verlinke ich auch nochmal. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Wie gesagt, da war das Gehäuse noch dunkelgrau. Je nach Lichteinfall merkt man da kaum Unterschied. Da könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal das ganze Review durchlesen bei mir im Blog. Link auch unten in der Beschreibung. Dort sind auch nochmal alle Spezifikationen etc. Ich werde zu diesen drei Uhren einen ganz kurzen Artikel schreiben, weil wirklich großartig verändert an den Specs und so hat sich ja nicht, sondern nur an den Farben. Das ist auch bereits in meinem Blog. Link auch unten in der Beschreibung. So, und hier jetzt mal die schwarz-gelbe am Handgelenk von vorne. Ja, das sind halt schon ganz schöne Brecher, 44 mm. Für mich ein bisschen zu groß optisch. Bin auch im letzten Loch, aber irgendwie auch geil. Ne? Ich mag ja auch mal gerne große Uhren tragen. Aber klar, im Vergleich zu einer Taucheruhr mit Lünette wiegt die natürlich jetzt eine Ecke größer. Hier jetzt die helle Variante mit schwarz-grauem Band. Finde ich auch sehr nice. Sehr schick, sehr edel kommt der Chronograph hier daher. Und super sportlich. Schick sportlich finde ich diese Variante. Die anderen zwei Varianten, die muss man natürlich mögen. Aber die wird auch ihre Fans finden. Da bin ich mir ganz sicher. Und hier jetzt nochmal die schwarz-rote Variante und die ist eben auch wirklich nur schwarz-rot, weil das Gehäuse eben auch schwarz ist. Das hätte ich mir bei der gelben vielleicht auch als Alternative noch gewünscht, dass man sich das Gehäuse da aussuchen kann. Weil mich fixt das schon sehr an, dass das schwarz ist. Ich habe halt nur diese zwei Farben, ne? Sehr, sehr geil. Also ich mag die am liebsten tatsächlich.
Welches ist denn euer Favorit? Das würde mich mal interessieren. Das Schöne ist eben auch, dass sich die Farben immer jeweils in den Kronen auch wiederholen. Ich habe es mal rausgezogen, dann sieht man es ein bisschen besser. Also hier das Rot und hier das Gelb. Ja, und hier praktisch bleibt es so, wie es ist. Das Grau. Es sieht schon wirklich alles sehr nice aus. Auch die Drücker hier, ne? Guck mal. Das ist schon wirklich sehr unique. Super sportlich, super sportliches Gehäuse, wie ich finde. Ja, sie wird auf jeden Fall ihre Fans finden, weil viele sagen ja bei mir immer, boah, schon wieder so eine kleine Uhr. Jetzt habt ihr eine richtig große Uhr, da müsst ihr echt zuschlagen, Leute, weil die ist schon sehr unique, wie ich finde. Ja, auch die Farben und die Bänder. Ja, riecht super nach Leder. Ich rieche auch keine Chemie, das ist das Wichtigste. Alles rundum perfekt. Für mich leider ein bisschen groß. Leider. Andreas, du musst hiervon bitte nochmal kleinere Ticker machen. Danke. So, hier sehen wir jetzt die schwarz-rote. Das Gehäuse ist jetzt richtig schwarz. Vorher war es so ein dunkles Grau. Jetzt ist es schwarz-matt. Je nach Lichteinfall sieht es natürlich dann auch aus wie dunkelgrau. Hier Blick aufs Uhrwerk. Super schön flach. Die Drücker finde ich halt mega stark hier, ne? Guck mal hier, schön groß und schön super sportlich. Formel 1 lässt grüßen. Ha, sehr cool, ne? Und schon läuft er. Lauf! Lauf, Forrest, lauf! Und natürlich typisch die Riesenschließe. 44 mm haben wir hier bei allen drei Varianten. Quarzuhrwerk Seiko VK 64. 10 bar wasserdicht, 100 Meter, finde ich super. 12,9 mm Gehäusehöhe. Ja, und das ist eben sehr markant, ne? Hier die Bandanstöße und das Gehäuse, wie es hier rauskommt. Ne? Das finde ich halt wirklich schon sehr unique. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das so schon mal in dieser Art gesehen habe. Ich zumindest nicht. Gefällt mir ausgesprochen gut. Und die roten Akzente hier schön auf dem Band mit der roten Naht und auf der Rückseite eben knallrot. Hier schön mit Hartig-Schriftzug. Schnellwechselbandsystem haben wir hier. Da seht ihr das. Zack, schnell gewechselt. Ah, die Drücker sind halt echt geil, ne? Also für mich ist sie ein bisschen groß. Ich bin auch tatsächlich im letzten Loch. 17 cm Handgelenksumfang. Passt gerade noch so dran. Guckt hier natürlich ein bisschen weit rüber. Klar, es ist ja halt auch nur so eine ganz schmale Tachymeterskala drum. Dadurch wirkt sie natürlich dann auch sehr groß im Gegensatz zu anderen Modellen, Tauchermodellen, die noch eine Lünette haben und ähnliches. Das Lederband ist am Anfang noch recht steif, aber ich habe schon gemerkt, nach ein paar Mal tragen wird es weicher und weicher. Das passt aber zum Gesamterscheinungsbild der Uhr. Weil so ein schlabberiges Band würde jetzt nicht an diese Uhr passen. So. Hier ist die schwarz-gelbe Variante. Gibt ja auch einige Fußballclubs, die diese Farben tragen, ohne das Thema Fußball jetzt aufmachen zu wollen. Ja, sieht auch geil aus, ne? Schön mit hellem Gehäuse. Ist immer was ganz anderes, da sieht man alles noch mehr, noch markanter. Seht ihr das hier auch geil mit der kleinen Schraube da und der Krone? Und da auch wieder die Akzente drin. Das hatten wir bei der roten auch schon. Ja, und die Drücker lassen sich halt super drücken, ne? Ganz soft, ganz weich. Zack. Von innen ist sie auch gelb. Und das ist halt das Coole an dieser Serie. AH005. Dass die Rückseiten dann auch Blick aufs Uhrwerk haben, aber immer ja mit so einer farblichen Tönung hier eben gelb. Und auch schön hier die Rückseite mit diesem sternartigen
Gehäuseboden, das sieht eben, ja, da sieht man eben den Maschinenbauer Andreas Hartig wieder durchblicken, auch mal hier diese Strukturen, ne? Da mit der Krone, Drücker und so, was da los ist an der Uhr. Und dann die Stege hier, richtig nice. Gibt auf jeden Fall alle drei Varianten bei mir im Shop zu kaufen. Und dann haben wir noch die grau-schwarze Variante, grau-schwarz-weiß sozusagen. Das ist natürlich die schickste. Die kann man auch ganz easy zum Hemd und Business-Dress tragen. Die sieht halt schon sehr, sehr geil aus. Und hier mit dem grauen Band und schwarzen Akzenten. Wobei die Naht hier weiß ist. Das war bei den anderen beiden Bändern immer die Farbe, immer die Akzentfarbe. Das ist hier tatsächlich anders. Auch schönes helles Edelstahl. Dadurch wirkt die Uhr halt ja sehr rund, ne? Mit dem Weiß. Sehr cool. Auch hier wieder die hellen Stege. Und auf der Rückseite tatsächlich nicht durchsichtig lassen, sondern auch grau. Also man hat immer nur so einen milchigen Blick aufs Uhrwerk und das finde ich irgendwie ziemlich cool. Natürlich auch hier Schnellwechselbandsystem. Man könnte jetzt Bändlein wechselig spielen, aber die Bänder sind so, wie sie jetzt sind, natürlich passend zu der Uhr. Also die schwarz-gelbe Variante würde jetzt hier nicht zwingend so gut aussehen. Die helle wirkt natürlich noch größer am Handgelenk. Ah, die kommt auch mega sportlich daher, ne? Mega cool. Aber da braucht man doch schon ein bisschen größeres Handgelenk, wie ich finde. Und hier noch die schwarz-gelbe. Sieht auch sehr nice aus. Richtig schön sportlich. Farbe muss man natürlich mögen. Was sagt ihr denn? Welches ist denn euer Favorit? Hier nochmal die Hartig im Detail. Mein Fazit, ja, wenn ihr ein größeres Handgelenk habt, 44 mm Uhren liebt, Chronographen liebt, etwas sportlicher daherkommen wollt, diese Farben mögt, auch das Dezente oder das knallige Rot-Schwarze beziehungsweise Schwarz-Gelbe, dann seid ihr mit den Andreas Hartig Uhren genau richtig. Guckt euch mal auch die Rückseite an, das ist, wie gesagt, das ist schon sehr, sehr unique. Und ja, die Uhren machen echt Spaß. Ist ein solides, gutes Quarzwerk verbaut von Seiko. Und ja, die Verarbeitung ist tipptopp. Andreas weiß halt, was er da tut. Er baut halt auch schon ganz, ganz lange Uhren. Und von daher bin ich gespannt, wer sich alles eine holen wird. Denkt dran, wenn ihr sie am Arm habt, macht gleich einen Wrist-Shot. Und den Wrist-Shot, den ladet er dann bitte bei watchdavid.de hoch in der Rubrik täglicher Wrist-Shot. Dann kann ich gleich mal sehen, wer sich alles so eine Uhr geholt hat. Und was ihr noch für Ticker am Arm habt, das interessiert mich sehr und die Community natürlich auch. Also von daher, schau mal rein. Ansonsten Links alle unten in der Beschreibung zum Shop. Wenn ihr Fragen habt, gerne in den Kommentaren. Ich freue mich, wenn ihr ein Like da lasst, ein Abo hier lasst mit Glocke. Dann bekommt ihr mal eine Info, wenn es ein neues Video gibt. Ansonsten wünsche ich euch eine super Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ne? Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao.